Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spore. Und ich habe offscreen mal ein bisschen gefarmt hier. Einfach ein paar Gewürze. Wir können mal nochmal unseren Jakka-Planeten abfliegen. Der ist am ergiebigsten. Da sind nochmal 7. Die nehmen wir auch noch mit. Und jetzt haben wir ein bisschen was, was wir verkaufen können. Und ich glaube, ich habe auch, bin auch hier ein bisschen was abgeflogen. Ich glaube, einer der Planeten hier hinten, der zahlt ganz gut. Wobei der hat 30.000 gezahlt. Ist 30.000 gut? 30.000 ist gar nicht so gut, ne? Wir fliegen vielleicht nochmal die Planeten hier besser ab. Und gucken mal, wer uns am meisten bezahlt für unser Gewürz. Denn wir brauchen ein bisschen Geld. Ich glaube, der zahlt das hier ganz gut. Der Rest ist nicht so der Wahnsinn. Schauen wir mal. Irgendeiner wird uns unseren Kram schon abkaufen. So. Hi. Ich habe hier was im Angebot. Nee. Habe ich doch nicht. So, mal. Steht hier etwa Primark auf meinem Raumschiff oder was? Also bitte. No. Boah, dieser Geizkragen. Handelt der überhaupt noch mit uns? Der hasst uns doch, oder? Könnte einfach sein ganzes System hier kaufen. Hi. Hi, handelt noch mit uns. Aber er zahlt richtig mies. Wie viel Geld will der für sein System haben? Du. Lass einfach stecken. Ich hab's ja gerade anders überlegt. Ich will dein räudiges System gar nicht. Also die zahlen nicht so gut, wie ich das gehofft habe oder Erinnerung hatte. Gucken wir mal weiter. Irgendwo wird schon ein Planet sein, der uns was zahlt. Oh, 60.000, alles klar. Okay, für das andere hätte ich aber gern auch ein bisschen mehr. Legen wir mal die Planeten hier noch ab. Wobei, wir haben schon 9,9 Millionen. Sobald wir 10 Millionen haben, bin ich glücklich. Ich habe nämlich Ideen. Weißt du was? Nimm einfach das hier. Wir haben 10 Millionen. Ach, egal. Hauptsache der Laderaum ist leer. So. Damit haben wir wieder 10,3 Millionen. Und jetzt habe ich eine Idee. Weil wir hatten ja das Problem, dass wir die hier auf einem höheren Level brauchen. Aber wir können ja eine Sache machen. Wir können die anstiften, jemanden anzugreifen. Und sobald wir, sobald der Angriff erfolgreich ist, gehört denen ja das entsprechende System. Jetzt habe ich mir überlegt, diese Typen hier, die wir zwar groß gemacht haben, aber die uns eigentlich echt gern haben, weshalb wir sie natürlich nicht selber auslöschen können, aber eigentlich schon echte Pisser sind und halt nur ein Sternsystem haben, die könnten wir eventuell entsorgen lassen. Das ist das Spigiesereich Franelas. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich frage ihn mal, ob er das für uns erledigen möchte. Das ging hierher und sagt, hey, yo, ich hab hier so was. Könntest du jemanden für mich angreifen? Gnorschrei? Moment mal. Er hat hier nicht so viel Auswahl. Zeit für Fliegenreich. Gnosch. Anosch. Zord. Gnoschreich im Spigiese-System. Ah doch, das ist das aber, glaube ich, oder? Ich schau noch mal kurz. Nee, aber ich glaube, das ist das schon. Spigiese-System, das Gnoschreich. Ja, das ist das. Okay. Ja, das hätte ich ganz gerne. Ich hätte da einen Job für dich. Ich gebe dir Geld. Da ist so jemand, der hat noch Schulden bei mir. Und er will mich nicht bezahlen. Könntest du vielleicht das erledigen? So billig? Unsere Kostenanalyse hat ein paar Nullen übersehen. Hast du womöglich 52.000 Dollar? Nimm es. Ach, plus 205.
Wenn wir dann später mit den Groggs verbündet sind, müssen wir definitiv gucken. Müssen wir nochmal hierher. Also wenn wir komplett durch sind, müssen wir nochmal hierher und schauen, wer uns jetzt hasst und wer nicht. So. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal hierher und holen ein bisschen Ressourcen ab. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist. So, hier, hier passieren immer Dinge, wisst ihr? Das ist so... Ja, das ist... Es passieren Dinge, ne? Die passieren halt. Dinge geschehen. Und, ja, ich weiß auch gar nicht, was da ist. Die haben jetzt auch gar nicht um Hilfe gerufen oder so. Auch obwohl es eigentlich... Ja, wobei sind... Wir haben kein Bündnis, oder? Haben wir ein Bündnis? Nee, sonst hätten sie uns sicher um Hilfe gerufen. Du gibst mir immer noch viel Geld. Sehr gut, verkaufen. Okay. Wie sieht's denn aus? Ah, wird immer noch... Ah, okay, da sehen wir den Fortschritt. Dann gucken wir mal zu, wie die dieses Problem lösen. Und jetzt seht ihr gleich, warum ich das gemacht habe. Das Knosch frage ich mal. Oh, upsi, das ist ja. Also, das ist hier mir was ganz Neues. Also, der hat ja da einen neuen Planet, ein neues System. Also, oh, so ein Zufall. Und guck mal, er ist jetzt Stufe 4. Du kannst nämlich quasi zur Expansion zwingen, indem du ihnen einfach Geld gibst, dass sie andere Leute kalt machen. Wie geil ist das denn? Okay. Oh, das ist so mies, ne? Finden die es jetzt gut oder schlecht, dass ich das gemacht habe? Neutral, okay. Aber... Hi. Ich hätte so eine Frage. Bündnis, angreifen, Flotte, nimm unser Geschenk. Ich möchte mehr über den Rest her. Missionen ist das. Lehre mich deinen Weg, damit ich auch so werden kann. Da ist es. Omnipotent Stachlorana. Du hast offensichtlich alle anderen Möglichkeiten erwogen und erkannt, dass sie im Vergleich zur Philosophie der Wissenschaft verblassen. Wir schätzen diese Hinwendung im Detail sehr. Ja, ist tatsächlich auch meine richtige Einstellung. Bedenke jedoch, dass dieses Vorhaben anstrengende Studien erfordert und zudem nicht billig ist. Unsere Gebühren betragen 5 Millionen Spore-Dollar und außerdem musst du im Austausch für deine neue Fähigkeit die alte ablegen. Bist du bereit, deine Ausbildung anzutreten? Sprich weiter. Omnipotent Stachlorania. Die Philosophie der Wissenschaft strebt nach der Erweiterung des Wissens mit allen Mitteln. Okay. Wenn du klug genug bist, bei uns aufgenommen zu werden und den Weg des Gelehrten zu gehen, darfst du auch unsere Superkraft erlernen. Die Gravitationswelle. Diese mächtige Waffe der Wissenschaft kann sämtliche Kolonien, Städte und Stämme auf einem Planeten zerstören. Ich nehme deine Philosophie an. Lass die Ausbildung beginnen. Omnipotent Stachlorana. Erforsche und entdecke... Omnipotent Stachlorana. Erforschung und Entdeckung sind die Wege zur Philosophie der Wissenschaft. Erforsche 20 nichtplanetare Systeme, einschließlich schwarzer Löcher, Nebel oder anderer galaktischer Objekte. Geh hin und kehre mit Wissen zurück. Wissen ist die einzig wahre Macht. Das ist tatsächlich ausnahmsweise, also meiner Meinung nach tatsächlich ausnahmsweise gar nicht mal so verkehrt, was der labert. Das ist eine Tatsache, das mit allen Mitteln schwierig, aber grundsätzlich ist das schon gar nicht so verkehrt. Wissen ist eigentlich wirklich die einzig wahre Macht. Ich verstehe. Okay. Und jetzt müssen wir 20 nicht-planetare Systeme erforschen und da schon das eine. Zählen die, wo wir schon mal waren? Ja, okay. 19 noch. Optimal. Gut, das ist mir jetzt mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber ich würde sagen, das sollten wir hinkriegen. Hä?
Oh. Das wollte ich nicht. Zählt das vielleicht jetzt auch als 1? Da müssen wir eine 10 suchen. Wahrscheinlich nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist jetzt nicht ganz so da, wo ich eigentlich hin wollte. Ist das ein Nebel, wo wir hin können? Nee, das ist nur irgendwas. Also ihr seht, man kann theoretisch tatsächlich die gesamte Galaxis erforschen. Also wenn man wirklich sehr viel Zeit hat, kann man das machen. Nicht planetare Systeme. Schwarze Löcher, Nebel oder andere galaktische Objekte. Ich kenne ehrlich gesagt jetzt nur die schwarzen Löcher. Da ist noch eins. Lass mal hinfliegen. Ist wieder ein schwarzes Loch. Nein, 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 nein. Ich will da nicht rein. Ich scroll immer zu weit. 17? Oh, hat es jetzt doch gezählt? Hat das jetzt etwa doch... Oh, ja, dann lohnt sich doch. Wenn schwarze Löcher doppelt zählen, dann lohnt sich doch. Dann machen wir das jetzt immer. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo wir waren. Naja. Wird schon irgendwo in der Galaxis gewesen sein. Nee, hier ist sonst nichts, was wir sonderlich gebrauchen können. Okay. Gut. Dann fliegen wir mal weiter Richtung Zentrum der Galaxis. Da haben wir ja ein paar Sachen ausgelassen. Speziell, um die jetzt zu erforschen. Zum Beispiel das da. SLM. Okay, dann fliegen wir einmal durch. Und jetzt geht's auf 15, oder? Jawohl. Ah, ist ja geil. Mit schwarzen Löchern können wir uns quasi... Müssen wir nur die Hälfte erforschen. Ja, Moment. Wo sind wir denn? Vielleicht gibt's auch eine Abkürzung zum... Zentrum der Galaxis? Alter, ja genau. Weiter weg ging es aber nicht, oder? Ich würde gerne mal einen Nebel oder andere galaktische Objekte sehen, aber sieht momentan nicht danach aus. Hat für ein Funksignal. Von wem? Wer will was? Du willst was. Kannst du mich mal oder so? Ne, da sind wir ja gerade. Naja, da sind wir gerade. Okay. Ja, zumindest sind schwarze Löcher relativ einfach zu erkennen. Ich war ja... Ne, doch, das sind alles schwarze Löcher. Oh ja. Okay, also wenn wir jetzt hier immer schön die schwarzen Löcher durchgehen, hin und zurück, dann haben wir das eigentlich gleich erledigt. Denke ich mal. So, und 12. Oder auch nicht. Wir können mal gucken, ob irgendeiner davon vielleicht eine Abkürzung ist, die uns was bringt. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht, wobei ich gerade merke, dass wir volle Kanone in Krogs Gebiet sind. Und hier auch ziemlich alleine sind. Wir sind viel zu... Können wir von hier aus vielleicht auf den... Die UFOs greifen Planeten an, plündern. Also, nee. Also von hier könnten wir wahrscheinlich da draufklicken. Auf diesen Funkspruch, wenn er denn da wäre. Also wenn wir den jetzt wieder hätten, aber der ist ja weg. Okay. Dann haben wir das nächste Schwarzloch da. Ja, wunderbar mit den schwarzen Löchern. So, und wieder durch. Ja, okay, doch. Das zählt schon doppelt. Jetzt sind wir nur noch bei 11. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Boah, die Animation dauert halt immer ewig, aber
Das ist wahrscheinlich der Preis, den man zahlen muss. Oh, das ist echt eine Abkürzung eigentlich. Ja, wobei. Wir könnten aber. Boah, ich bin halt nie wieder zurück, ne? Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht hier irgendwie ein anderes schwarzes Loch anfliegen. Das ist SEO und irgendwas mit P am Ende. Aber die nur einfach hier. Tourist 2. Die nur einfach. Damit wir hier nicht irgendwie, ne, durcheinander kommen und uns dann verirren. So, und zurück. Dahin. Und wieder durch. So, 9. Wir haben über die Hälfte. Hervorragend. In 6,4 Millionen. Ach so, wir haben 5 Millionen. Ja, ja, wir haben 5 Millionen bezahlt. Wir haben 5 Millionen bezahlt. Aufnahmegebühr. Aber es wird sich lohnen. Einmal durch. Und wir sind bei 7. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Abkürzung. Ach, das sind auch die, die angegriffen werden. Ach, und das sind keine Piraten, sondern das ist der andere Saftsack. Ja, okay. Unter den Umständen helfe ich euch schon. Sind es die Grogs? Wenn es nicht die Grogs sind, dann werden die jetzt eliminiert. Ne, das sind Piraten. Okay, dann schalte ich den Autoblaster an. Zerstören, also ausrauben kenne ich ja, aber zerstören finde ich ein bisschen hart. So. Liebe Piraten, das, was ihr hier tut, gefällt mir nicht. Also nehmen wir uns mal das Mutterschiff hier vor. Ja, ich helfe euch. Wir müssen uns erst um die ganzen Striche kümmern. Da ist noch einer. Okay, ich muss jetzt ein bisschen ausweichen, weil ich nicht mehr so viel Energie habe. Wobei, gut. Okay. Dann schalten wir die Waffensysteme wieder aus. Haben wir irgendwas, was wir da verticken können? Nö, okay. Okay, das war jetzt ziemlich praktisch, dass wir durch das schwarze Loch direkt dahin gekommen sind, wo wir unsere kleine Ding hier retten konnten. Das war das schwarze Loch, ne? Das heißt, wir können das hier noch erforschen. So. Und einmal durch. Dann haben wir nur noch 5, die wir erledigen müssen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind wir jetzt? Okay, wieder irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. So, und wieder zurück. Und das nächste habe ich schon gesehen. Und zwar ist das da.
Oh, da ist auch einer, der uns den Krieg erklärt hat. Ah, die ganzen Stricher, die uns den Krieg erklärt haben. Wir werden uns später noch viel mehr hassen, oder? Wenn wir zu den Groks gehören. Na. Also wir gehören nicht zu denen, wir sind halt mit den Groks Verbündete. Aber das zählt ja quasi genauso. So, mein Freund, wo sind wir? Oha. Ist das hier vielleicht noch ein schwarzes Loch, das wir anfliegen können? Nö, das ist nur ein Stern. Hier außerhalb ist ganz schön wenig los mit Sternen. Ich frage mich, ob das random generiert ist oder ob da die Entwickler wirklich jedes einzelne Sternsystem per Hand eingesetzt haben. Ich meine, es geht schon, aber... Also wahrscheinlich haben die es per Hand gesetzt und die Systeme werden aber random generiert oder so. Irgendwas kann ich mir vorstellen. Da ist noch ein schwarzes Loch. Ja, irgendwie ein Nebel oder sowas haben wir jetzt gar nicht gefunden, aber ist schon okay. Aha, das ist ABK. Sehr interessant. So, und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auch hier irgendwo in diesem Arm. Haben wir hier noch irgendein schwarzes Loch, wo wir schnell hinfliegen können? Nee, okay. Haben wir nicht. Aber wir müssen nur noch eine einzige Mission erfüllen. Lalalala. Also nur noch ein einziges schwarzes Loch erforschen und da haben wir es auch schon. Oder habe ich das schon? Nö, ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, was ist soweit für diese Folge. In der nächsten Folge fliegen wir zurück und holen uns unsere Superfähigkeit. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.